Servus und grüßt euch bei einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit den YouTube-Burm. Wahnsinn! Neue Folge, neues Glück. Diesmal bin ich ganz allein, so traurig bin ich. Also wirklich ganz allein, weil mich hat der Shotgun-Eater im Stich gelassen. Hat den Ritter Kunibert ganz allein in Deutschland gelassen, denn er ist gerade in der Tschechischen Republik, in Tschechien. Wunderbar, da bin ich nicht, leider. Und bin jetzt ganz allein in Minecraft. Ich baue heute, ich will heute ein bisschen was von diesem neuen Gasthaus zeigen. Und ein bisschen was reden, ein bisschen labern. Heute nicht allzu lang machen, weil die Folge, die ich jetzt aufnehme, die wird in ein, zwei Stunden so on air gehen. Heißt ganz frisch, ganz neu für euch produziert. Wird morgen nicht anders sein. Weil ich leider allein bin, habe ich natürlich die Möglichkeiten, das so zu machen. Und ich wollte eben das Gasthaus zeigen, das wir in der vorletzten Folge begonnen haben, das auf diesem Pilgerweg liegt. Da habe ich jetzt das Dach reingemacht. Es gefällt mir weniger, was da jetzt ist. Ja, da kann ich ja das da machen. Sieht man das von oben nicht, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen blöder schaut. Aber warum? Schaut gut aus, gefällt mir. Okay, und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das, was ich jetzt gemacht habe. Also innen diese große Stube, so wie ich es mir vorstelle. Hier ist die Verwaltung von diesem Gasthaus, also die Rezeption, wenn man das so sagen kann. Vielleicht tue ich das ein bisschen abtrennen und mache da oben auch noch ein kleines Bett für den Besitzer des Gasthauses. Könnte ich mir vorstellen. Wäre ganz neckisch, die Idee. Und dann werde ich vielleicht noch ein bisschen weiterbauen. Hier habe ich da jeweils die Zimmer. Das muss reichen. Die kann man erreichen über eine Leiter. Die werde ich dann gleich platzieren. Kann ich jetzt schon mal suchen. Leiter. So, hier. Also wie gesagt, der liebe Shotgun-Eater ist in Prag. Und wie es aussieht, werde ich nächste Woche auch mal verhindert sein. Ich besuche nämlich auch befreundete oder Freunde in Wien, habe ich mir vorgenommen. Heißt, es wird ganz lustig werden. Für mich, für euch wahrscheinlich weniger, weil ihr müsst da mit dem Shotgun hinter aushalten. Naja, der ist ja ganz nett. Finde ich zumindest. Also hier sind kleine Zimmer für die Gäste. Finde ich okay, so ich kann fast eine Falltür machen. Da kann man drüber reden. Rennen, Falltür. So. So, und gerade weil ich heute allein bin, habe ich mir ein paar Themen aufgeschrieben, was gerade so heute los war. So News und Stories, die heute so angekommen sind. Und was habe ich mir aufgeschrieben? Ah ja, ein bisschen Fußball. Ich weiß nicht, ob ihr euch für Fußball interessiert. Aber ich interessiere mich schon für Fußball. Ich werde mir wahrscheinlich nachher die DFB-Pokale anschauen und werde da zu keiner bestimmten Mannschaft halten, weil meine Mannschaft ist einfach, glaube ich, zu schlecht. Und da würde ich mich bloß ärgern zurzeit. Ich würde mir jetzt eher neutral anschauen. Dortmund werde ich ein bisschen gemischten Gefühlen anschauen, weil ich bin derzeit nicht so der Dortmund-Fan. Dortmund, das ist nicht so meine Mannschaft zurzeit. Die waren mal früher recht ambitioniert und habe ich auch recht toll gefunden, wie sie so richtig frischen Fußball gespielt haben. Aber irgendwie haben sie sich viele Sympathien bei mir verspielt. Wirklich. Gerade die Spiele, die so bei Dortmund sind, das sind jetzt nicht so meine Lieblingsspieler. Mkhitaryan, der sich oft hinfallen lässt und immer motzt. Reus, den mag ich auch nicht so. Hummels geht gerade noch, aber ich werde mit dem nicht richtig warm. Heißt, wenn Dortmund heute verlieren wird, wäre es mir wurscht. Wirklich wurscht. So, jetzt, wie heißt es jetzt? Treppen? Weltfußballer, habe ich mir aufgeschrieben. Weltfußballers. Weltfußballers gibt es eine Auswahl. Viele Deutsche sind dabei. Toni Kroos von Real Madrid. Der Philipp Lahm. Der Müller Thomas. Der Schweinsteiger Bastian. Und so weiter. Also einige, auch Bayern, also Bayern, so richtig aus dem Freistaat Bayern, unter anderem Mario Götze. Was ja viele vergessen, Mario Götze ist im
im Allgäu geboren. Ich weiß jetzt nicht, in Kempten oder in... Weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall ist, glaube ich, im Allgäu geboren und demnach von Geburt an ein Bayer. Ist doch toll, oder? Der ist auch Weltfußballer. In der Auswahl zumindest. Manuel Neuer ist in der Auswahl, glaube ich. Cristiano Ronaldo ist in der Auswahl, den ich ziemlich gern mag. Den habe ich erst gesehen am Wochenende. Clásico gegen Barcelona. War ziemlich toll. Also da im Spiel nicht, aber so über das Jahr hin war das, finde ich, der Beste. Aber bei diesen FIFA Ballon d'Or geht es ja meistens auch um Titel. Und Titel haben in diesem Jahr eigentlich nur die Deutschen gewonnen. Okay, Cristiano Ronaldo hat die Champions League gewonnen. Aber Champions League, wissen wir ja alle, gehört offiziell zur UEFA. Und die UEFA vergibt dann immer eigene Fußballer des Jahres Auszeichnungen. Und da werden meistens diejenigen gewürdigt, die Champions League gewonnen haben. So ist es zumindest. Hallo, wie geht es dir? Schau mich einmal an. Wie sie einfach nicht umdreht. So. Also ich baue jetzt an dem Gasthof weiter, weil vielleicht ist er mal fertig und dann können wir weiterziehen und weiter basteln. Hoi. Naja, auf jeden Fall Fußball war für mich das Wochenende mal wieder ein bisschen präsenter. Haben ein bisschen Fußballspiele angeschaut. Erste, zweite Liga, spanische Liga, alles so angeschaut. War mir wieder interessant. Gefallen. Ich bin ja ein Fußballfan, muss ich sagen. Shotgun eher weniger. Also der Shotgun-Hitter, das ist jetzt nicht so der Fußballfan. Aber mei. Bin ich ganz, also das respektiere ich auch. Viele können das überhaupt nicht verstehen. Die sagen ja, Fußball muss man lieben, sonst kann man gleich ausreisen aus Deutschland. Also so geht es mir natürlich nicht. Ich bin da absolut laissez-faire. Jeder kann machen und tun, was er will, außer es schadet jemanden. Also ganz liberal eingestellt, was das betrifft. Das ist die typische Liberalitas Bavaria. Ich denke, das kennt ihr, wenn ihr aus Bayern kommt. Wie gesagt, nächste Woche nach Wien. Ich freue mich riesig, weil Wien ist die Stadt von Falco und ich bin ein Falco-Fan. Also ich bin wirklich ein Falco-Fan. Ich mag den seine Musik. Ich mag aber vor allem seinen Charakter, nämlich dieses arrogante Arschloch. Weil es, ich weiß nicht, ob es eine Rolle ist oder nicht, selbst wenn es eine Rolle ist, ist es eine tolle Rolle. Ich mag nicht diese glatt gestriegelten Popstars, die mag ich einfach nicht. Die sollen ruhig ein bisschen auf Putz hauen, also so richtig, wie der Falco eben. Wobei, sie sollen auch nicht so kaschbeißen wie der Robbie Williams. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber Robbie Williams ist heute gestern Vater geworden eines Sohns und er war im Kreissaal mit scharfen S, mit seiner Frau. Wie heißt das jetzt nochmal? Bildnis, na Abbildung, na Gemälde. Ha, da, Gemälde. Er war mit seiner Frau im Kreissaal und er hat da voll den Kasperl gemacht und ich finde halt das ein bisschen, ist das riesig. Ich finde es halt ein bisschen lächerlich. Es ist ein 40-jähriger Mann und der macht einen Kasperl, als wäre er gerade mal 16 oder so. Ah, es war doch so schön. Ja, okay. Können wir mal den Spiegel lassen? Das schaut zwar jetzt. Ah, das hat mir gefallen. Nein. So. Ah, zwei Spiegel nicht. Es ist ein richtiger Kasperl da gewesen, hat so miteinander geturnt vor ihr. Es hat mich jetzt persönlich als Robbie Williams Dame, ich weiß nicht, die heißt Aida oder Aische oder keine Ahnung, hat mich das ein bisschen gestört. Ah nein, die muss sie mit ihm Tag und Nacht aushalten. Die kann nicht einfach sagen, ja, Robby, du nährst mich, geh mal raus. Die hat ja den Tag und täglich. Deswegen, so, passt so. Deswegen mein Suicide. Aber mich hätte der genervt. Er ist natürlich die ganze Zeit rumgehampelt und zu seinem eigenen Song und das aufgenommen ins Netz eingestellt. Mei, hätte ich uns nicht gemacht, aber mei, wenn er das so gern mag und wenn seine Frau sich nicht schämt, wahrscheinlich schämt sie sich. Und wie sie sich schämt, ich würde mich auf jeden Fall schämen. Kochlöffel.
Naja, auf jeden Fall, der Robby ist jetzt Vater geworden und alle Welt freut sich mit ihm. Der ist weniger präsent in letzter Zeit. Also ich finde, der ist nicht mehr so präsent. Präsenter ist eigentlich, ist wirklich, an Präsenz gibt es eigentlich nur eines, nämlich die Helene Fischer, die ist ja wirklich omnipräsent. Dann jetzt beim Chibo habe ich es im Schaufenster gesehen, in der Werbung, macht es VW-Werbung in Österreich. Was macht es denn noch? Sie singt und tanzt und spielt und keine Ahnung, ist die mit dem Florian Silbereisen zusammen? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube ja immer, das ist so eine Fake-Ehe. Weil an sich, also ich glaube ja nicht, ich weiß nicht, ist der Florian Silbereisen schwul? Und wenn das wäre, wäre es mir ehrlich gesagt sowas von wurscht. Was ist das eigentlich? Tropenlaub? Na. Ich weiß ja nicht, wenn der schwul ist, dann könnte er mit ihr einfach nur zusammen sein. Dann sich wirklich durch alle Tänze durch, die bei ihren Shows immer da sind. Also ich glaube, die ist da ziemlich horny. A horny wife ist die. Na, schaut blöd aus. Nein! Jetzt muss ich tatsächlich so einen Piepton über das Wort, weil ich es gesagt habe. Jetzt muss ich schon wieder einen Piepton machen. Das wollte ich eigentlich nicht in meinem in unseren Let's Plays verwenden. Das ist nämlich ein ziemlich blödes Wort, finde ich. Okay, also, jetzt kann man einen Zaun einbringen und hängen wir einfach Fahnen runter. Auf die Höhe. Nein, falsch. Oh, hä? Okay, und hier, und dann haben wir einfach so eine rote Fahne runterhängen lassen. Bestimmt lustig. Also Helene Fischer ist omnipräsent. Regt mir, also mich persönlich nicht stören, aber mir ist wieder fast zu viel. Ich mag die Heli an sich schon recht gern, das ist ganz nett. Ist ein ganz nettes Mädel, schaut ja recht hübsch aus. Das heißt recht hübsch, schaut ewig geil aus irgendwie. Aber irgendwie die ist zurzeit nur noch da und nur noch da geht mir halt irgendwie auf den Wecker. Auf den Zeiger. Wolle. Muss ich mal gleich schon mal schauen, wie lang die Folge schon geht, weil ich will heute einmal eine kürzere Folge machen. Okay, 13 Minuten, 12 Minuten, 13 Minuten, mal schauen. Vielleicht machen wir noch ein bisschen. Wenn wir die Helene Fischer, die ist an sich eine ganz nette. Wie schaut denn das aus? Die schaut ja blöd aus. Da. Hä? Warte mal, und wenn ich hier runterhängen lasse. Ach Gott, jetzt schaut das blöd aus. Und hier. Oh nein, jetzt muss ich da reparieren. Von außen. Also, mein Fall ist zurzeit die Helene Fischer nicht. Die ist mir einfach zu sehr überall. Aber mei. Die soll ja sogar Wunder geheilt haben. Kranke Kinder sind sogar durch ihren Gesang gewundert worden. Ob das mal so richtig ist, keine Ahnung. Ist ja eher so eine Story, wo man sich denkt, die haben es wohl ins Gehirn geschissen. Das geht doch gar nicht. Aber anscheinend kann atemlos durch die Nacht nicht nur mich nerven, sondern auch kleine Kinder vor dem Krebs retten. Oder, fragt mich nicht, irgendwas war da mal auf Bild.de gestanden. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Bild.de-Leser. Gibt's immer was zu lachen. So, also. Schaut schon mal nicht schlecht aus. Ich versuche mal hier was reinzubauen. Vielleicht. Warte mal, wo ist denn die Eingangstür? Baue ich das so rum? Halt! So. Ja, wenn, dann können wir jetzt schon ganz machen. Und. Wie komme ich denn da hoch? Da mache ich. Treppen, schauen wir mal. Geht das? Na. So und. Also die nächste Folge wird auch wieder allein sein. Aber mich im Stich gelassen, der Shotgun. Also ich rufe euch jetzt auf, nie wieder Folgen mit Shotgun anzuschauen. Das ist nichts, denke ich. Na, da
Leiter gefällt mir. Da mache ich lieber eine Leiter, da habe ich mehr davon. Da habe ich mehr Platz und mehr. Da werden wir einfach da wieder so machen. So, da machen wir die Leiter hoch. Dann ist wieder alles okay. So, durch. Wupp, wupp, wupp. Und fertig ist das Obergeschoss. Ist aber scheiße. Gefällt mir nicht. Weil da steht man dann auf dem Rand. Jetzt muss ich es wieder wegmachen. So. Was ich jetzt mache, ich muss so machen. Hier ist das Ding. Ja, da muss ich zur Symmetrie. Zum Symmetrieerhalt muss ich so machen. Und hier durch das machen. Jetzt haben wir wieder Leiter. Wupp. Dumm, die dumm, die dumm. Wo geht's denn hier? Okay. So, und fertig ist der Aufstieg. Und hier oben machen wir dann das so. Hier Zäune rummachen. Dann wir uns die Fackel nehmen, die dann einfach hier setzen. Eine ganz eine nette Story möchte ich jetzt noch erzählen. Da habe ich mich gerade vorher tot gelacht, als ich das gelesen habe. Also wirklich tot gelacht. Ich habe ja schon öfter mal, keine Ahnung, man führt ja manchmal so Diskussionen, ob man zum Beispiel Muttermilch trinken kann und so weiter. Die Diskussion erübrigt sich beim nächsten Beitrag. Ich kann ihn mal vorlesen. Ich habe ihn auf meinem Tablet und das möchte ich euch unbedingt vorlesen, weil das ist zum Davonlaufen. Natürlich habe ich diese tolle Meldung auf bild.de gefunden. Und die fängt so an. 100 Euro erbeutet. Muttermilchanschlag in Darmstädter Apotheke. Ist schon mal. Man fragt sich Muttermilchanschlag. Bett. Bett. Hä? Wie? Was? Wo? So, lesen wir mal. Darmstadt. Es ist die absurdeste Meldung der Woche. In Darmstadt betrat Montagnachmittag eine Frau die Apotheke am Ludwigsplatz. Zu Beginn war alles normal. Fangen wir mal raus. Können ein bisschen umeinander fliegen. Das sieht man mehr von der Gegend. Ich kann mal nach Erdogan fliegen. Also, Montagnachmittag. Eine Frau die Apotheke am Ludwigsplatz. Zu Beginn war alles ganz normal. Sie wollte eine Muttermilchpumpe kaufen. Ich habe gar nicht gewusst, dass sowas gibt. Zahlte mit einem 200-Euro-Schein. Sie kassierte das Wechselgeld, 180 Euro. Und dann wurde es total schräg. Punkt, Punkt, Punkt. So. Die Frau entblößte eine Brust und bespritzte die Angestellte mit Muttermilch. Polizeisprecher Ferdinand Derix. Anschließend füllte sie in der Auslagerung, ging zur zweiten Kasse. Auch hier wird die Angestellte mit der entblößten Brust bedroht, mit Muttermilch abgeschossen. Derix. Durch die Tabulosigkeit waren Kunden und Angestellte wie zur Salzsäure erstarrt. Die Frau, nach wie vor mit nackter Brust, wirft schließlich Pumpe und Ersatzsauger durch die Gegend, verlässt die Apotheke. Der Polizeisprecher, der Herr Gerix. Beim späteren Kassensturz fehlten 100 Euro. Wir gehen davon aus, dass durch ihr Verhalten die nötige Ablenkung schuf. Traurig, aber wahr. Also, falls ihr jemanden kennt, der zu sowas fähig ist, bitte schreibt's. Den Namen in die Kommentare, vielleicht liest er das, die Polizei Darmstadt, und ihr habt dann wunderbar tollen Detektivfall gelöst. Das ist ja wirklich ein Skandal, dass Leute rumlaufen, die mit Muttermilch spritzen. Nee. Finde ich irgendwie gaga. Echt gaga. So. Nö, das war mal anders. Ich habe mir das nämlich gesehen, dass der Creeper da ziemlich viel weggespringt hat, und das war so alles. Also ich finde es eine geile Geschichte. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, jetzt ist unsere Folge nämlich bald schon aus. Ja, jetzt sind es genau 20 Minuten.
Ich will jetzt da auch Schluss machen mit einem wunderbaren Blick auf die Hohe Krone Geilor. Also wirklich Geilomat. Geilomat, sage ich da bloß. Da werde ich bald. Schaut das anders aus? Ja, das sind. Oder. Nö. Hohe Krone, Gasthaus zur Eberfurt, nach Ochsenfurt. Toll. Das neue Gasthaus, dessen Name ich noch nicht weiß, dessen Name noch nicht genannt werden darf. Das werde ich dann bald fertigstellen. Vielleicht in der nächsten Folge sogar ganz fertig zeigen. Und die nächste Folge werde ich morgen aufnehmen. Ganz in Echtzeit, ganz up to date mit neuen News, weil mir bleibt man nicht übrig. Ich kann einfach. Ich kann nicht mit mir selber über das reden, was ich hier in Minecraft erbaue. Das wäre nämlich ziemlich fad. Sondern lieber über Neuigkeiten und da. Ja, schaut doch recht gut aus. Also ich finde es nicht schlecht. Hier ist nochmal der Wegpunkt. Komm mal hier nochmal. Da vor innen mache ich jetzt noch schnell Fenster und dann mache ich Schluss. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen, gebt einen Daumen runter. Wäre echt toll. Würde mich freuen, wenn wir ein bisschen Feedback bekommen würden. So, hier nicht. Hier schon. Hier haue ich da das rein, das rein, das rein. In der oberen Reihe kann ich hier Dings machen. Hier, 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 hier. Hä? Okay. Wobei. Wobei, lassen wir es, machen wir es dazu. Ich lasse es einfach nur hier oben. Na, auch nicht. Komm. Also, wenn es euch gefallen hat, bitte schreibt es in die Kommentare oder. Ach man, jetzt muss ich es wirklich richten. Mir gefällt es nicht. Das muss ich jetzt weghauen und dann ist da einfach was los. Und schwuppdiwupp sind wir schon fertig mit dem Fenster. Ja, warum denn nicht? Ein Fenster langt hier und hier sind halt zwei Fenster, die ja nur symmetrisch sind. Fällt mir doch. Hier sind. Ach Gottchen. So passt es. Okay. Also. Hab mich gefreut, dass ihr heute zugeschaut habt. Es kommt heute noch online. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schönen Tag, wenn ihr später anschaut. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus. Habe die Ehre.